Das heutige Thema soll sich mit Flying Monkeys beschäftigen. Flying Monkeys, die der Narzisst für sich einsetzt, die er benötigt, damit er sich besser fühlt, damit er seine Position vertreten kann und vor allem, dass er über diese Flying Monkeys Zugriff auf dich hat und dich wieder in sein Spielfeld ziehen kann. Ich hatte vor 3 Tagen ein Gespräch mit einem Flying Monkey. Ich hatte ein Gespräch am Telefon und das möchte ich euch heute ein bisschen aufschlüsseln, mitteilen. Wie lief dieses Gespräch? Was ist passiert? Und wie hat sich dieser Flying Monkey einspannen? Ja, es war interessant. Ich bekam eine Nachricht über WhatsApp. Könntest du mich mal anrufen? Ich habe dann angerufen und dann ging so kurzer Smalltalk. Ja, wie geht's? Und dann, du, wir müssen uns über dein Verhältnis zu einer Person, nämlich dem Narzissten, unterhalten. Okay, lass uns unterhalten. Das Erste, die Person, also der Narzisst, der ist so verletzt durch das Verhalten, das du an den Tag legst. Und denk mal drüber nach, ob das wirklich gerechtfertigt ist. Und du, der du doch Christ bist, du musst dich doch so und so verhalten. Und kommt überhaupt noch jemand an dich ran? Ich habe das auch schon mit meinem Mann durchgesprochen. Also man denkt, man kommt gar nicht mehr an dich ran. Es ist alles viel zu psychologisch. Du bist zu weit weg. Auch mein Bruder hat ein Riesenproblem damit, dass du dich so verhältst und überhaupt. Und so kann man es nicht machen, weil das Zeugnis, das dadurch nach außen ist, das ist ja so schlecht und furchtbar. Und also bitte verhalte dich jetzt so und näher dich wieder dem Narzissten, geh wieder hin und klär das, weil du bist ja jetzt das Problem und der Narzisst ist das verwundete Opfer, das verletzt in seiner Ecke sitzt und eigentlich nur erzählt, wie schlimm und furchtbar du bist. Und jetzt ändert es endlich. Aber ich habe eigentlich angerufen, was sagst du dazu zu der ganzen Sache? Ich will deine Meinung wissen. So lief das Gespräch. Ah ja, das heißt, das Urteil über mich war schon längst gefällt. Ich bin das Problem. Ich bin derjenige, der den anderen jetzt schlecht behandelt, der den anderen so niedermacht, ihn in seiner Ecke sitzen lässt. Ich bin der, der die ganze emotionale Last zu tragen hat, weil ich ja der bin, der so böse ist und jetzt bringt es in Ordnung. Das war die Aussage, die da kam. Das heißt, das Urteil über mich war schon längst gefällt. Und dann, was sagst du dazu? Und ich wollte mich eigentlich gar nicht groß auf das Gespräch einlassen, weil das Urteil ja schon gefällt war. Hab dann versucht, ein bisschen was aufzuzeigen, wie ich die Dinge sehe. Dann kam als Reaktion, ja, aber. Und dann immer wieder das Gleiche, nämlich du, der du Christ bist, du musst doch vergeben. Und dann kam noch Beispiel aus dem eigenen Leben. Also diese ganzen Dinge, die sich hier aufgestaut haben, kam dann raus, weil im Vorfeld ja gesprochen wurde, und zwar über mich. Und das nicht nur einmal, sondern auch mit verschiedenen Personen, die ja dann alle zu dem gleichen Ergebnis kamen. Ich kann es nicht verstehen.
dass du dich so verhältst und du musst dich anders verhalten. Das heißt, das, was der Flying Monkey gedacht hat, so muss es sein, das hat er versucht, mir klarzumachen, ohne überhaupt zuzuhören oder zu fragen, ja, warum macht er das? Also nicht die Frage, warum macht er das im offenen Sinne, sondern das war eine geschlossene Frage, warum machst du das? So verhält man sich nicht. Das geht nicht. Du musst dich verhalten, so wie ich das jetzt als richtig empfinde und wie ich denke, dass es sein muss, weil ich das jetzt von der Bibel her so verstehe und dann noch gewisse Dinge mit reingebracht hat und hier einen Druck aufgebaut hat. Ja, und das Zeugnis nach außen, wie sieht es aus? Das versteht ja keiner. Ja, warum versteht es keiner? Möchte man wirklich, und das ist etwas, wenn du mit Menschen zu tun hast, die dich dann in der Form angreifen, zu verstehen, möchte man wirklich wissen, was los ist? Fragt man wirklich, warum? Oder ist dieses Warum nur vorgeschoben? Also sozusagen die Anklagepunkte stehen, das Urteil ist gefällt, lebenslänglich oder Todesstrafe für dich, wenn du das nicht machst, wie wir denken. Aber du kannst ja jetzt auch noch was zu sagen. Aber egal, was du sagst, es interessiert nicht der Inhalt, sondern es wird dann nur geschaut, dass dann immer wieder der gleiche Punkt wiederholt wird und du am Ende der bist, der sich jetzt doch so zu verhalten hat, wie es derjenige wünscht. Und hier ist etwas, warum handelt der Flying Monkey so? Ist das jetzt eine bewusste schlechte Absicht? Ich gehe davon aus nicht, sondern er meint es sehr gut, er möchte ja wieder einen Zustand herstellen. Er versteht die Dynamik, die in dieser Beziehung mit Narzissten läuft und dessen Opfer nicht. Das ist wahrscheinlich das Hauptproblem. Und weil er von normalen Beziehungen ausgeht, geht er normale Lösungen an, die es aber in narzisstischen Beziehungen so nicht gibt. Und jetzt ist etwas passiert. Was hat der Narzisst ihm erzählt? Natürlich nicht die Wahrheit, wie es wirklich war. Vielleicht, dass auch der Narzisst Dinge falsch gemacht hätte. Und wenn, dann nur gerechtfertigt, weil ja alles so böse war und schau mal, wie gut ich die ganze Zeit war und ich war immer für den anderen da und jetzt behandelt er mich so. Das heißt, der Narzisst stellt sich als das Opfer dar, das ja völlig handlungsunfähig ist, das auch gar keine Schuld an der Situation hat, also minimalst, aber diese Behandlung hat er nicht verdient. Ah ja. Und jetzt nimmt derjenige das auf und meint, er muss jetzt zum Anwalt des Narzissten werden. Er muss ihn jetzt vor Gericht vertreten. Also er tritt für den Narzissten ein, er ist aber gleichzeitig Richter, also nicht nur Anwalt, ich höre mal beide Seiten an, sondern ist auch gleichzeitig Richter. Das Urteil ist eh schon klar. Aufgrund der Geschichte, die er gehört hat, kann es nur einen Schuldigen geben. Ah, hochinteressant. Bei allem anderen wird man sagen, ja, das sind zwei, wenn es um Ehescheidung geht, da sind immer zwei schuldig und nicht nur einer. In solchen Fällen, wo der Narzisst seine Geschichte erzählen durfte und diese dann gehört wurde, bleibt nur ein Ergebnis übrig. Und jetzt ist es wichtig für dich, der du jetzt das Opfer des Narzissten bist, jetzt wirst du auch noch umgekehrt Opfer, indem du vergeben musst. Und wenn du es nicht tust, dann bist du schon wieder schuld. Das heißt, alles wird auf dich aufgeladen und wenn du dich nicht so verhältst, wie es gewünscht ist, dann bist du nochmals schuldig geworden. Das zum Thema Verantwortung, die ein Narzisst nie übernimmt und es gefällt ihm, dass er jetzt verteidigt wird. Und ich habe das selber erlebt, dass plötzlich Menschen auf mich zukommen, du, ich muss mal mit dir reden, da habe ich was gehört von dem und dem, wie ist das jetzt, wie verhält sich's? Wenn jemand offen fragt, gerne, aber ansonsten habe ich gelernt, Rechtfertigung, no way und keine Zufuhr. Nicht rechtfertigen, nicht verteidigen, vor allem nicht zu besprechen, dass der Dritte dann, der Flying Monkey, dem Narzissten erzählt, dann geht das Spiel von vorne los, dann wird das, was du gesagt hast, eh wieder kaputt gemacht und wird dann rumgedreht und dann geht die Schlaufe los, aber vor allem weiß der Narzisst, dass du
beschäftigt wirst, nämlich mit ihm, mit seinem Gedanken, mit seinen Gefühlen und dass er jetzt darauf reagieren kann. Und dann gibt es so ein Ping-Pong-Spiel und der Ball ist der Flying Monkey, der jetzt auf der Tischtennisplatte immer hin und her gespielt wird. Also am besten lass den Ball ins Ausfliegen, das heißt den Flying Monkey, lass ihn laufen. Versuch dich nicht zu rechtfertigen. Ich weiß, es ist schwer, wenn man denkt, was hat der überhaupt damit zu tun und warum setzt er sich jetzt so vehement ein? Wäre vielleicht ein Thema für ein anderes Video, warum Flying Monkeys das überhaupt machen. Aber heute ging es mir nur mal darum zu sehen, dass das Urteil über dich, bevor du einen Satz dazu gesagt hast, schon gefällt ist. Und dieses ganze Gespräch hat es aufgezeigt. Es waren auch andere Gespräche mit anderen, die auf mich zukamen. Du, ich habe ein Gespräch mit der und demjenigen, mit dem Narzissten, darf ich ihm mitteilen, dass du dich bei ihm meldest? Er hat noch nicht mit ihm geredet, noch nicht mit mir, aber er hat schon eine Lösung bereit gehabt, was er dann in dem Gespräch mit dem Narzissten ihm dann weitergeben darf. Also die Urteile sind gefällt. Und jetzt zu verstehen, ein gesunder Selbstwert, eine Realität, die du dir immer wieder bewusst machst, wie ist es wirklich und nicht, was denken andere darüber und was erwarten sie jetzt von dir, weil sie es nicht verstehen, dieses auseinanderhalten zu können, ist ein extrem wichtiger Schutz für dich. Und hier hilft dein Selbstwertgefühl, deine Selbstsicherheit, die sich darauf aufbaut, indem du dich nicht durcheinander bringen lässt. Und dann können die Flying Monkeys kommen und sie dürfen wieder gehen. In dem Fall unverrichteter Dinge, weil ich mir ja eh nichts mehr sagen lasse. Nein, in der Beziehung nicht. Das ist richtig. Hier habe ich meine Meinung und ich weiß, wie das Spiel läuft, was hier passiert. Ich kenne die Situation der Opferrolle und ich weiß, dass diese gern gespielt wird und Leute in einem großen Umfeld jetzt in das Spiel hineingezogen werden, um alle auf mich einzuwirken. Und wenn ich nicht so reagiere, dann heißt es für viele Rückzug von mir. Klar, der ist ja nicht so und das hätte ich nicht erwartet. Und jetzt macht er das mit der narzisstischen Person, die das ja gar nicht verdient hat. Also hilft es zu verstehen, welche Mechanismen greifen, aber zu wissen, das Urteil war schon vorher gefällt. Und sich mit dem damit klarzukommen und zu sagen, ja, dann interessiert die Meinung nicht, die ich habe, dann brauche ich sie auch nicht weiter mitteilen und beginne nicht, mich zu rechtfertigen, weil das wieder gegen mich verwendet wird. Habe ich es nicht gesagt? Er lässt sich nicht sagen, habe ich es nicht gesagt. Jetzt dreht er das Ganze rum, jetzt soll ich es plötzlich sein. All diese Dinge, wenn du es kannst, wenn du schon so weit bist, versuch's umzusetzen, indem du nichts sagst, indem du es laufen lässt. Vielleicht läuft sich's tot, wenn nicht, bleibst halt bei dir. Es kann sein, Freundschaften, Beziehungsgeflechte werden sich verändern. Die einen lösen sich auf, dafür kommen andere in dein Leben. Es wird sich zeigen. Bleibe bei dir, sei dir gewiss deines Weges, den du einschlägst, der Situation, die du erlebt hast, deinen Gefühlen, die damit einhergingen. Du darfst zu dir stehen, was du bisher nicht konntest, und du darfst deinen Weg gehen. Hat dir dieses Video gefallen, darfst du mir gerne den Daumen nach oben geben, das Video teilen, weil viele Betroffene durch Flying Monkeys im Grunde schon verurteilt sind. Obwohl sie noch nichts gesagt haben und auch manchmal gar nichts mehr tun. Einfach weil sie nichts tun, sind sie schon verurteilt. Wie kannst du es wagen, nichts zu tun? Und dann wünsche ich dir auf dem Weg in deine Freiheit zu deinem Selbstwert natürlich viel Kraft, viel Einsicht, viel Freude dabei und sende dir ein ganz, ganz liebes Grüßle an dieser Stelle. Dein Hubert Hafner.